Hey Boss, das ist das erste Mal, dass ich von zu Hause wegfahre. Es gibt nichts Schöneres als Reisen, Harry. Zuerst werden wir in Ägypten anlegen, dem Land der Pharaonen. Die Pyramiden wurden vor über 4000 Jahren von den Pharaonen erbaut. Sie dienten als Schatzkammer für ihre Reichtümer. Diese hat Tutut der Dritte errichten lassen. Niemand hat bisher den in ihr verborgenen Schatz gefunden. Der Schatz eines Pharaos? Ja. Ja, ich glaube, hier bleiben wir ein paar Tage, Harry. Also an die Arbeit. Zuerst einmal müssen wir die Pyramide stehlen, verstanden? Aber Boss, so eine Pyramide kann man doch nicht transportieren. Wieso nicht? Probieren wir es doch einfach. Los, schieb, Harry, schieb doch! Extrablatt, Pyramide gestohlen, Touristen verdächtigt. Ich glaube, es ist unsere Pflicht, in dieser Sache zu ermitteln. Super und ich werden unverzüglich nach Ägypten aufbrechen. Quark ist berüchtigt für seine Verbrechen. Aber was will er denn nur mit einer unserer Pyramiden? Er ist hinter dem Schatz her. Wir finden ihn. Heiß. Ich könnte schwimmen gehen. Oh, Miraculous, guck mal. Ein Teich. Das war eine Fata Morgana-Suppe. Ich brauche sofort was zu trinken. Hier, Suppe. Mein Wasserkolben ist genau das Richtige. Hier in der Wüste stört uns niemand, Harry. Suchen wir den Eingang. Los, hinter mir her. Hey, Boss, da drin sieht's aber unheimlich gruselig aus. Der Schatz von Tutut dem Dritten. Oh, der ist sicher Millionen wert. Du, Boss, Miraculous kommt angeritten. Du bleibst hier, Super. Ich werde mich mal umsehen. Okay, Miraculous. Enttarnt worden, jetzt aber nichts wie weg hier. Sie haben unser Kamel genommen, Miraculous. Ich habe eine Idee. Mein Propellerkolb wird aus diesem Mumiensarg ein Flugzeug machen. Sitzen in der Falle. Hast du die Pyramide dabei? Ja? Nein, aber dafür was anderes. Die Sphinx. Ah!